Entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Es geht um... Oh, natürlich. Ich verstehe. Mein herzliches Beileid. Glauben Sie mir, ich weiß, wie das ist. Möchten Sie sich setzen? Nein, nein, nicht nötig. Mein Name ist William Abbott. Ich verspreche Ihnen, dass wir uns um alles kümmern werden. Sie verstehen nicht. Es geht um eine alte Freundin von mir. Eine Freundin? Cordelia Cannon. Oh, bitte meine tiefe Anteilnahme. Mrs. Cannon war noch so jung. Ist sie hier? Wir überführen die Leiche morgen vor Mittag in die kleine Kapelle. Sie werden vor der Beerdigung genügend Zeit haben, um sich von ihr zu verabschieden. Darf ich sie vielleicht schon jetzt sehen? Wissen Sie, so etwas gehört leider nicht zu den Gepflogenheiten dieses Hauses. Und da Sie nicht einmal mit ihr verwandt sind... Cordelia war wie eine Schwester für mich, Mr. Abbott. Sie hat kaum noch lebende Verwandte. Sie hat ihre Eltern früh verloren und meine Eltern haben sich viel um sie gekümmert. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot ist. Bitte. Also schön. Dann mache ich in Ihrem Fall eine Ausnahme. Kommen Sie. Danke. Hier lang, Mrs. Hopkins. Sheila Hopkins. Da vorne steht der Sarg. Oh mein Gott. Es tut mir sehr leid. Wie lange ist sie schon tot? Seit 2 Tagen. Aber wie? Eigentlich darf ich Ihnen das gar nicht verraten, weil Sie mit Mrs. Cannon nicht verwandt sind. Aber laut Totenbrief ist sie an Herzversagen gestorben. Herzversagen? Es klingt ungewöhnlich bei so einer jungen Frau, aber so etwas kommt vor. Manchmal ist so ein früher Tod in den Genen verankert, wenn die Eltern während der Schwangerschaft Drogen genommen haben oder... Warum liegt sie in einem gläsernen Sarg? Die gläsernen Särge sind Sonderanfertigungen von mir. Normalerweise kosten sie viel Geld. Hier hat ein Kunde bereits bezahlt und dann den Auftrag zurückgezogen. Ich verkaufe eine Arbeit von mir nicht zweimal. Betrachten Sie es einfach als eine Art Geschenk von mir an die... Du meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Was ist denn, Mrs. Hopkins? Cordelia, sie hat sich bewegt. Sie hat was? Ich habe es ganz deutlich gesehen. Ihr Augenlid, es hat gezuckt. Hören Sie, manchmal bewegt sich bei Toten die Bauchdecke oder die Wangen blähen sich auf, wenn Gase aus dem Innern nach außen weichen. Aber bei Mrs. Cannon ist das eigentlich... Ich weiß, was ich gesehen habe. Öffnen Sie den Sarg. Also, ich kann Sie doch beim besten Willen die Verstorbene nicht berühren lassen. Sie ist nicht tot. Ich selbst habe sie aufgebahrt. Und ich versichere Ihnen, sie ist tot. Wer war der Arzt? Bitte? Wer hat ihr den Totenschein ausgestellt? Doc Meredith. Er wohnt am anderen Ende der Straße, Latimer Road 65. Ich gehe jetzt. Natürlich. Aber bitte beruhigen Sie sich. Mit Sicherheit haben Ihnen Ihre Nerven nur ein... Lassen Sie mich hier raus. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Verdammt. Vic, es gibt Ärger. Meredith wird langsam zum Problem. Natürlich. Und seht zu, dass man seine Leiche nicht findet. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und lauerte im Verborgenen. Mit endloser Geduld bereitete es den Untergang unserer Zivilisation vor. Säte Zwietracht, Hass und Misstrauen. Es ahnte nicht, dass aus dem Chaos, das es hervorrief, ein Kämpfer emporstieg. Einer, der sich mit allen Mitteln den dunklen Mächten entgegenstellte. Abseits unserer aufgeklärten Welt. Für seine Feinde war er der Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Sinclair.
Montag, 9.56 Uhr, Scotland Yard. Er hat was? Jetzt reg dich nicht gleich wieder auf, Junge. Ich war ja dabei. Na, du hast gut reden, Mom. Was genau hat er denn weggeschmissen? Alte Akten. Hauptsächlich Dokumente über dich. Kindergeldbescheide, Schulunterlagen, Anmeldungen und so weiter. Das ist typisch, Dad. Er denkt nicht eine Sekunde darüber nach, wie andere sich fühlen könnten. Ach, sei nicht ungerecht, John. Der Karton stand an einer feuchten Stelle. Überall war Schimmel. Wir dachten nicht, dass du etwas davon vermissen würdest nach all den Jahren. Aber ein Kästchen war nicht dabei. Da war kein Kästchen dabei. Ganz sicher. Deine anderen Kartons stehen noch unangetastet auf dem Dachboden. Bitte sag Dad, er soll demnächst die Finger von meinen Sachen lassen. Junge, es sind zwar deine Sachen, aber das hier ist immer noch unser Haus. Mom, ihr hättet mich trotzdem fragen können. Ist ja gut. Hör zu. Du musst dieses Kästchen unbedingt finden. Das Innere ist mit rotem Samt ausgeschlagen. Ein Kreuz liegt darin. Ein relativ großes, silbernes Kreuz. An den vier Enden sind Buchstaben eingraviert. Was für Buchstaben? Ich glaube M, G, R und noch V oder so. Und wo soll das Kästchen sein? In irgendeiner Kiste von mir. Sieh einfach nach. Aber nur du, nicht Dad. Könnt ihr beide euch nicht wie erwachsene Menschen benehmen? Bitte ruf mich an, wenn du es gefunden hast. Es ist extrem wichtig. In Ordnung, Junge. Danke, Mom. Ich muss jetzt Schluss machen. Mein Chef will mich sprechen. Pass auf dich auf, Junge. Mach ich. Bis später. Herein. Guten Morgen, Sir James. Setzen Sie sich. Ich weiß. Der Bericht. Er ist seit 3 Tagen überfällig, John. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn nicht der Adel in den Fall involviert gewesen wäre. Sir, die Ereignisse überstürzen sich im Moment etwas. Der Bericht kommt, Ende der Woche. Einverstanden? Ah. Hier ist der Nachschub an Munition, den Sie angefordert hatten. Großartig. Wie viele sind es? 20. Und dieses Mal haben wir sie tatsächlich von einem Priester weihen lassen. Sehr gut. Vielen Dank. John. Wie wäre es, wenn Sie die verschossenen Silberkugeln wieder einsammeln? Dann könnten wir wenigstens einen Teil der Kosten einsparen. Das wird nicht immer problemlos gehen. Versuchen Sie es einfach. In Ordnung. Hier, John. Ein neuer Fall? Nein, die Ermittlungen laufen schon. Sie übernehmen den Fall nur. Von? Oberinspektor Kilrain. Er hat ihn freiwillig an Sie abgetreten. Oh, wie kommt's? Um es mit einfachen Worten zu sagen, Kilrain hat sich geekelt. Aha. Es geht um den Kleinganoven Ben Toffin. Er erlag vor gut 4 Wochen überraschend einem Herzstillstand. Vor einigen Tagen machte sich ein Mann an dem Grab zu schaffen. Wir konnten ihn schnappen. Und jetzt wird es wirklich verrückt. Der Grabschänder war ein ehemaliger Kumpel von Toffin. Er behauptete, dass in dem Sarg Juwelen aus einem alten Kuh versteckt wären. Juwelen? Ja, John. Wir waren auch skeptisch. Kilrain hat das Grab öffnen lassen. Tatsächlich fand er die Juwelen. Und noch etwas anderes. Hm? Eine verstümmelte Leiche. Wie verstümmelt? Irgendwer oder irgendetwas hat die Leiche gefressen. Und zwar wenige Tage nach der Beerdigung. Gefressen? Kilrain kann sich keinen Reim darauf machen. Das Grab war äußerlich unversehrt. Nur der Sarg war an einer Stelle aufgebrochen. Wir kennen kein Tier, das zu so etwas fähig wäre. Sie? Kein Tier, nein. Aber? Na ja, ich habe Ihnen doch von diesem Pater aus den schottischen Highlands erzählt. Ignatius? Ja, ich habe inzwischen Briefkontakt zu ihm. Er hat mir eine Liste mit Büchern und Schriften gegeben, die mir weiterhelfen könnten. Dabei war ein Buch, in dem von leichenfressenden Wesen berichtet wird. Was sind das für Wesen? Dämonen, die sich auf Friedhöfen rumtreiben. Ghouls. Und das ist keine Spinnerei? Ich weiß es nicht. Möglich. Wo ist das Grab? Walford Cemetery. Toffin hat dort in der Nähe gewohnt. Miese Gegend. Wo ist die Leiche jetzt? In der Pathologie. Die sind noch nicht fertig. Ich rufe sie umgehend an, wenn die etwas herausgefunden haben. Was ist mit dem Sarg? Die Forensik hat nichts gefunden. Der Sarg ist wieder beim Leichenbestatter. Zur Reparatur. Hier steht, dass Toffin verheiratet war. Ja, Kilrain hat bereits mit der Witwe gesprochen. Wir glauben, dass sie nichts mit den Juwelen zu tun hat. Mal sehen, ob ich mehr rausfinden kann als Kilrain. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Mach ich, Sir James.
Hier soll der Arzt wohnen? Ich habe es auch nicht geglaubt, bis ich das Namensschild gelesen habe. Timothy Meredith. Kein Hinweis auf eine Praxis. Das Haus sieht ziemlich baufällig aus. Bill, hier stimmt was nicht. Dieser Meredith soll Cordelias Totenschein ausgestellt haben. Vielleicht ist das hier nur seine Privatadresse. Ach, aber das... Sieh dir doch das Haus an. Findest du das alles nicht ein wenig merkwürdig? Und er war nicht da, als du geklingelt hast? Ich habe geklingelt und geklopft. Ich weiß nicht, Sheila. Ich kann doch nicht da einbrechen. Das will ich ja auch gar nicht. Aber du bist Journalist. Du weißt doch, wie man etwas über andere Personen rausfindet. Da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Online-Recherche oder die altmodische Art. Was hast du vor? Die altmodische Art. Bleib hier sitzen. Aber ich kann doch nicht... Du bleibst hier, Sheila, klar? Wenn ich da einsteige, musst du mir den Rücken frei halten. Im Klartext, wenn sich jemand dem Haus nähert, hupst du. Hupen, ja. Okay, aber sei bloß vorsichtig. Wird schon schief gehen. Mr. Meredith? Hallo, Mr. Meredith? Na, sieh mal einer an. Die Tür schwang quietschend nach innen. Bill Connolly ging instinktiv einen Schritt zurück. Erst jetzt erkannte er, dass das alte Schloss aus der Fassung gebrochen war. Eine dumpfe Ahnung überkam den Reporter. Einige Sekunden lang starrte er in den Flur. Nichts rührte sich. Dann schritt er in das Haus und drückte die Tür wieder in den Rahmen. Das Innere des Hauses war abgedunkelt. Durch die Vorhänge schien nur diffuses Licht. Bill schlich den Flur entlang. Mehrere Türen zweigten links und rechts ab. Bill öffnete sie und fand eine Küche, sowie ein Schlaf- und ein Arbeitszimmer. Keine Arztpraxis. Die letzte Tür am Ende des Flures führte Bill in ein geräumiges Wohnzimmer. Er sah die hohe Lehne eines Sessels und den Hinterkopf eines Mannes. Mr. Meredith? Keine Antwort. Bill hoffte, dass der Mann nur schlief. Langsam ging Bill um den Sessel herum und erstarrte. Oh mein Gott. Der Mann war entsetzlich zugerichtet. Es sah so aus, als hätte man ihm das Gesicht vom Kopf gerissen. Und mehr noch. Bill erkannte, dass große Brocken Fleisch aus den Armen und den Beinen gerissen worden waren. Das Blut glänzte, war noch nicht eingetrocknet. Die Erkenntnis traf Bill bis ins Mark. Der Mörder war vielleicht noch hier. Möglicherweise hatte Bill ihn bei seinem schrecklichen Tun gestört und... Die Axt hatte Bill nur um Haaresbreite verfehlt. Der Angreifer stürzte an dem Reporter vorbei, krachte gegen einen Tisch. Bill fuhr sofort herum, wollte den Widersacher packen. Da sah er die anderen drei Gestalten. Ach du Scheiße. Schön nachtisch. Die Männer hatten blutverschmierte Gesichter. Bill konnte nicht genau sagen, was hier passiert war. Er wusste nur, dass er hier raus musste. Und zwar schnell, bevor ihn diese unheimliche Gestalten zu fassen bekamen. Rasch griff er nach dem kleinen Stelltisch neben dem Sessel. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du... Bill hatte drei der Angreifer zu Fall gebracht. Der vierte bückte sich, griff nach seiner Axt. Der Weg zum Flur war frei. Bill zögerte keine Sekunde. Er rannte los, den Flur entlang, und riss die Eingangstür auf. Mit riesigen Schritten jagte er durch den Vorgarten, übersprang das Gartentor, erreichte den Wagen. Bill warf sich hinter das Steuer, blickte nach links und glaubte, sein Herz würde stehen bleiben. Sheila war verschwunden. Oh, Scheiße! Was? John Sinclair, Scotland Yard. Scotland Yard? Die waren schon hier. Such dir ein anderes Opfer, du Penner. Moment. Hier, mein Ausweis. Zeigen Sie her. Ist er echt? Wollen Sie vielleicht bei meiner Dienststelle anrufen? Ich bin Inspektor. Aber ich habe den Bullen doch schon alles gesagt. Ich habe andere Fragen. Was denn noch? Sollen wir das hier auf dem Flur besprechen? Ach, kommen Sie rein. Danke. Hier lang. Setzen Sie sich. Danke. Auch ein Bier? Ich bin im Dienst. Ja, klar. Okay, schießen Sie los. Sie wissen, was mit der Leiche Ihres Mannes passiert ist. Ach,
Ja, ich weiß es. Mrs. Toffin, ich muss Ihnen diese Fragen stellen. Sind Sie... Hören Sie, ich weiß nicht, wer Ben das angetan hat. Er war kein schlechter Kerl. Gut, er hat Scheiße gebaut. Und Gott weiß, dass er dafür bezahlt hat. Aber seine Leiche schänden... Haben Sie ihn gesehen, bevor er beerdigt wurde? Ja, sicher. Alle haben das. Er wurde schließlich in einem dieser gläsernen Särge beerdigt. Gläserne Särge? Sie kennen die nicht? Seitdem kurven hier häufiger die Wagen dieser Reichen durch die Gegend. Mr. Abbott fertigt sie an. Er ist der Einzige in London, der sowas herstellt. Tolle Arbeit, Kilrain. Was? Nichts. Über dieses Detail hat mein Kollege nichts in seinem Bericht geschrieben. Ist es denn wichtig? In diesem Fall ist alles wichtig. Sie sagten was von reichen Leuten. Ja, diese Särge sind nicht ganz billig. Und Sie konnten sich so etwas leisten? Unsinn. Mr. Abbott hat ihn uns geschenkt. Geschenkt? Warum fragen Sie? Ist das etwa verboten? Nein, ich verstehe es nur nicht. Mr. Abbott ist sehr angesehen hier im Viertel. Er hat schon oft anderen geholfen. Er verdient viel mit seinen Särgen und er gibt davon auch was den Armen. Er wollte gar kein Geld von Ihnen? Keinen Cent. Er hat gesagt, dass ein Kunde von ihm mehrere Särge in Auftrag gegeben hat. Für eine Familiengruft. Dann ist der Kunde wohl abgesprungen. Er hatte zu viele Särge. Da hat er sie verschenkt. Einen an den alten McMahon, dann einen an Ben. McMahon? Der hat zwei Häuser weiter gewohnt. Ist an Altersschwäche gestorben. Und das kommt selten genug vor in dieser Gegend. Wo finde ich Mr. Abbott? Die Straße runter, an der Ecke. Sie können es nicht verfehlen. Danke, Mrs. Toffin. Das wäre vorerst... Mr. Abbott steht doch jetzt nicht unter Verdacht, oder? Bitte? Nein, das alles hier ist reine Routine. Mr. Abbott ist ein anständiger Mann. Bestimmt sogar. Entschuldigen Sie bitte. Sinclair? John, sie ist weg. Wer? Sheila, sie haben sie entführt. Eins nach dem anderen, Bill. Wo bist du? Lasseter Gardens. Was? Dann bist du ganz in der Nähe. John, ich kurve jetzt bereits seit einer Stunde hier rum. Sheila ist verschwunden. Okay, Bill, beruhige dich. Kennst du das Lokal Chez Nathalie? Ich fahre direkt darauf zu. Dann halte an und warte dort. Ich bin in 5 Minuten bei dir. Okay, John. Beeil dich. Ich glaube, Sheila ist in größter Gefahr. Ah, du bist wieder wach. Tut mir leid, das mit der Beule. Aber die Straße war gerade menschenleer und du hast so bereitwillig das Wagenfenster runtergelassen. Du musst wissen, das Haus vom alten Meredith steht rund um die Uhr unter Aufsicht. Oh, wie gut du dich anfühlst und wie appetitlich du aussiehst. Fein, saftig, oh, delikat. Ich würde dich jetzt zu gerne umlegen und ein bisschen gammeln lassen, bevor ich von dir koste. Leider hat uns dein Freund einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, ja, er hat uns entdeckt. Wie gut, dass ich dich vorher mitgenommen habe. Sonst wäre er bestimmt gleich zur Polizei gerannt. Nun aber bist du unser Pfand. Ich nehme dir jetzt den Knebel ab. Wenn du schreist, schneide ich dir einen Finger ab, klar? Schön, dass wir uns verstehen. Moment. So. Bitte. Bitte tun Sie mir nicht weh. Das hängt von dir ab. Ich will, dass du mir alles erzählst, was dein Freund weiß. Du machst dein Maul auf, du Schlampe. Oder ich werde dich langsam umbringen. Und zwar sehr langsam. Und dann bin ich zurück zum Wagen gerannt. Aber Sheila war nicht mehr da. Sie war einfach verschwunden. Wenn diese Kerle nicht hinter mir her gewesen wären... Ruhig, Bill, ganz ruhig. Du hattest keine andere Wahl. Ich mach mir solche Vorwürfe, John. Nicht, Bill. Wie konnte ich nur wegfahren? Das bist du ja nicht. Du hast sie doch gesucht. Ja. Sogar zum Haus von diesem Meredith bin ich zurückgefahren. Und da war natürlich niemand mehr. Nein. Bist du noch mal in das Haus gegangen? Wieso? Meinst du, ich hätte... Ich glaube, dass es äußerst töricht gewesen wäre. Überhaupt müssen wir nun sehr vorsichtig vorgehen. Wenn Sie ihr etwas antun... Moment, Bill. Noch ist überhaupt nicht klar, was passiert ist. Wir wissen nicht einmal, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Toten und Sheilas Verschwinden gibt. Ob es einen... John...
Da muss man doch nur zwei und zwei zusammenzählen, Mann. Bill, damit helfen wir Sheila nicht. Wir müssen analytisch vorgehen. Das Wichtigste weißt du ja noch gar nicht. Das... Wovon sprichst du? Dieser Bestatter, William Abbott. Er ist ein Verdächtiger in meinem neuen Fall. Du fahndest nach ihm? Herrgott, Bill, jetzt beruhige dich endlich. Worum geht es in dem Fall? Das versuche ich noch herauszufinden. Mach mir nichts vor, John. Sag mir, was dieser Abbott auf dem Kerbholz hat. Er ist vielleicht in einen Juwelenraub verwickelt. Das ist doch nicht alles. Mehr kann ich nicht sagen, Bill. Und dieser Doc auch? Möglich. Oh Gott, die Mafia. Ach, so ein Unsinn. Wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt für solche Vermutungen. Lass uns zu ihm fahren. Zu Abbott? Ja, sofort. Bist du verrückt geworden? Ich will erst mehr über diesen Knaben herausfinden. Soll das heißen, dass ich nichts tun soll? Du sollst das Telefon hüten. Wenn Sheila entführt wurde, werden sich die Entführer bei dir melden. Das ist alles? Ja. Das kannst du nicht von mir verlangen. Oh doch, und zwar als Inspektor und als dein Freund. Oh, John. Ich fahre zum Yard und mache mit meinen Untersuchungen weiter. Und ich verspreche dir, dass ich Abbott noch heute einen Besuch abstatten werde. Dann komme ich mit. Nein. Ich werde in Zivil hingehen. Wenn Abbott was mit der Entführung oder dem Mord an Meredith zu tun hat, kennt er dich wahrscheinlich. Du würdest Sheila nur unnötig in Gefahr bringen, hörst du? Und die Leiche von Meredith? Die bleibt vorerst unangetastet. Ich will keine Polizei hier im Viertel haben. Nicht, solange Sheila vermisst wird. Okay, John. Was soll ich jetzt tun? Fahr nach Hause. Den Wagen kennt jetzt jeder hier. Es ist nicht gut, wenn du die Entführer mit deiner Anwesenheit nervös machst. Verstehe. Vertrau mir, Bill. Wir werden Sheila da rausholen. Ganz sicher. Als Bill vor der Bar in seinen Wagen stieg, machte er auf mich den Eindruck eines gebrochenen Mannes. Es tat mir in der Seele weh, meinen Freund so leiden zu sehen. Hätte ich ihm gesagt, dass es bei allem um mehr als einen Juwelenraub ging, dass vielleicht sogar Dämonen ihre Hände im Spiel hatten, ich hätte ihn nur unnötig aufgeregt. Mir war damals nicht klar, dass ich durch mein Verhalten Bill und Sheila in Gefahr gebracht hatte, denn die Wirklichkeit holte Bill schneller ein, als ich ahnen konnte. Und so lief er völlig unvorbereitet in eine tödliche Falle. Connolly? Sheila! Ich hab solche Angst. Ich wollte mich umbringen, wenn du nicht... Sheila! Hallo? Spreche ich mit Bill Connolly? Wenn Sie ihr auch nur ein Haar krümmen, dann... Ich tue noch viel mehr als das. Den Elektroschocker. Nein! Was soll das? Nein, hören Sie auf! Nein! Sie tun jetzt genau, was ich Ihnen sage, oder wir braten Sie weiter, klar? Ja, ich tue, was Sie verlangen. Sie kommen jetzt zur Latimer Road 23, Beerdigungsinstitut Abbott. Verstanden? Bitte, tun Sie ihr nicht weh. Das hängt von Ihnen ab. Sie werden dieses Gespräch nicht unterbrechen, und zwar bis Sie hier sind. Ich will sicher gehen, dass Sie Ihre Freunde vom Yard nicht anrufen. Und wenn das Gespräch abbricht? Ich habe nicht das modernste Handy und... Wenn das Gespräch abbricht, wird Sheila schreien. Wollen Sie das? Nein, nein, natürlich nicht. Dann beeilen Sie sich. Und beten Sie, dass die Verbindung hält. William Abbott, hier, geboren in London, ist 55 Jahre alt, gelernter Schreiner, hat auf diversen Friedhöfen als Grabpfleger gearbeitet. Die Akte ist sauber. Ich werde beim MI5 weitere Daten anfordern. Beim MI5? Vorratsdatenspeicherungen. Ist das legal? Selbstverständlich. Oder haben Sie Zweifel? Was? Nein. Dann fragen Sie demnächst nicht. Oh, verstehe. Das kann dauern. Sie sagten etwas von einem weiteren gläsernen Sarg. Ja, ein Mann namens McMahon wurde vor kurzem in einem solchen Sarg begraben. Soll ich das Grab ausheben lassen? Das wäre eine gute Idee. Und ich werde inzwischen diesem Abbott einen Besuch abstatten. Soll ich jemand zu diesem Doc schicken? Besser nicht. Noch nicht. Wir sollten erst herausfinden, was los ist. Die Aushebung des Grabes reicht zunächst. Wie Sie meinen. Aber egal, was Sie tun, gehen Sie sparsam mit der Munition um. Keine Sorge, ich werde schon nicht auf eine Horde von Dämonen stoßen, Sir. Das war bereits das zweite Mal an diesem Tag, dass ich die Situation völlig falsch eingeschätzt hatte. Thank you.
Ich bin jetzt da. Ich sehe Sie. Kommen Sie rein. Herzlich willkommen. Sie sind Abbott, nicht wahr? Zuerst Ihr Handy. Hier. Hey, was? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme. Wo ist sie? Ich bringe sie zu ihr. Aber denken Sie nicht einmal daran, mich anzugreifen. Sheila ist nicht alleine. Wenn Sie nicht genau tun, was ich sage, stirbt sie. Ich verstehe. Gut. Kommen Sie. Gehen Sie vor. Machen Sie die Tür auf. Die Treppe runter. Die Treppe führte die Männer hinab in einen weiß gekachelten Flur. Bill zählte 5 Türen. Abbott schritt zielstrebig auf die am Ende des Flures zu. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie Ihre Freundin sehen. Sie lebt. Noch. Was haben Sie ihr angetan? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Nach Ihnen? Mit zittrigen Fingern umfasste Bill die Türklinke. Er spürte den Kloß in seinem Magen, die Angst, die ihm die Kehle zuschnürte. Die Angst vor dem, was ihn nun erwartete. Bill nahm seinen Mut zusammen und öffnete. Oh mein Gott! Bill erkannte die 4 Männer wieder. Er hatte gegen sie im Haus von Doc Meredith gekämpft. Doch es war nicht ihre Anwesenheit, die in dem Reporter grenzenloses Entsetzen auslöste, sondern der gläserne Sarg, der in der Mitte des Raumes auf einem Tisch stand. Denn in dem Sarg lag niemand anderes als Sheila. Nein. Seine Sheila. Nein. Und sie bewegte sich nicht. Starr lag sie da, mit geschlossenen Augen, als wäre sie... Sag doch etwas! Sie kann nichts sagen, Mr. Connolly. Ihr Herz schlägt nicht mehr. Monster! Sie haben sie umgebracht! Aber nicht doch. Sie ist in einer Art Totenstarre, wie alle, die ich in den gläsernen Särgen begrabe. Dann lebt sie noch? Aber ja. Wie sonst sollen meine Ghouls sie später finden? Ghouls? Was heißt das? Wenn Sheila wieder aufwacht, befindet sie sich tief unter der Erde. Sie... Ich werde sie mit meinen eigenen... Was werden Sie? Mich erwürgen? Zu dumm, dass ich schon tot bin, oder? Oh, Kundschaft, Mr. Abbott. Ah, ausgerechnet jetzt. Okay, ich kümmere mich darum. Fesselt ihn. Er bekommt die Spritze, sobald ich da oben fertig bin. Wird gemacht, Chef. Verzeihen Sie, dass Sie warten mussten. Ich habe es nicht eilig. Abbott, mein Name. Ich bin der Eigentümer. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meine Tante. Oh. Ja, sie ist gestern Nacht verstorben. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Sie hat zum Glück nicht lange gelitten. Was für ein Segen in dieser schweren Zeit. Hören Sie, meine Tante hat mir ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Ich möchte, dass sie eine außerordentliche Beerdigung bekommt. Sie hätten keine bessere Adresse aufsuchen können, Mr. Sinclair. Mr. Sinclair. Von diesem Moment an brauchen Sie sich keine Gedanken mehr, um die Zeremonie zu machen. Dann eilt Ihnen der gute Ruf zurecht voraus. Ich fühle mich geschmeichelt. Sie wurden mir auch empfohlen, weil Sie ausgefallene Wünsche erfüllen. Sie meinen die Särge aus Glas? In der Tat. Meine Tante war eine, sagen wir, schillernde Persönlichkeit. Ich weiß, dass ihr die Idee sehr gefallen hätte. Nun, die Särge sind nicht aus Glas, sondern aus einer biologisch abbaubaren Plexiglaslegierung. Für viele ist es gut zu wissen, dass sich der Sarg schnell auflöst. Die Verwesung geht so deutlich schneller voran als in einem Holzsarg. Der Körper kehrt innerhalb weniger Monate zur Erde zurück und wird wieder Teil des natürlichen Kreislaufes des Lebens. Aha, das klingt gut. Natürlich. Ich gehe davon aus, dass ein entsprechendes Budget zur Verfügung steht. Ein 5-stelliges Budget. Es wird eine wunderbare Beerdigung werden. Verlassen Sie sich auf mich. Könnte ich so einen Sarg mal sehen? Im Moment ist das nicht möglich. Ich habe nur 2 Särge fertig und die sind beide belegt. Aber wenn ich die Maße Ihrer Tante noch heute erfahre, wird der Sarg morgen fertig sein. Morgen schon? Natürlich. Und jetzt kann ich keinen Sarg sehen? Ich bedauere. Tja, also ich muss noch kurz Rücksprache mit den anderen Erben halten. Selbstverständlich. Dann werde ich Sie in einer Stunde anrufen. Das reicht völlig aus, Mr. Sinclair. Gut, dann... Ach, Ja?
Was ist denn mit Sheila Hopkins? Bitte? Sheila. Wer? Na, Sheila Hopkins, sie war doch heute Morgen bei Ihnen. War sie das? Sie haben mir doch erlaubt, einen der Särge zu sehen. Ach, die junge Dame, die Freundin von Mrs. Cannon. Genau die. Ach, die war hier, in der Tat. Aber der Anblick hat ihr, wenn ich das beurteilen darf, sehr zugesetzt. Es war falsch von mir, ihr den Sarg zu zeigen. Sie wirken ja so erleichtert. Tue ich das? Guten Tag, Mr. Abbott. Sarah. Ich habe Ihre Nachricht auf dem Anruf beantwortet. Sie? Immer noch? Ich bin erst seit einigen Minuten hier. Sie kennen sich? Na sicher. Der Inspektor hat mich heute Morgen befragt. Inspektor? Ja, natürlich. Inspektor John Sinclair. Eigentlich ermittle ich gerade in Zivil. In Zivil? Aber warum denn? Das ist ja wohl die Höhe, unbescholtene Bürger so hinters Licht zu führen. Darf ich jetzt einen der Särge sehen? Auf keinen Fall. Jetzt erst recht nicht. Scheren Sie sich raus. Ich habe da noch ein paar Fragen. Nachdem Sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hergekommen sind? Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Tun Sie das. Und jetzt gehen Sie, beide. Aber ich hab doch nichts... Ich weiß, Sarah. Die kleinen Formalitäten erledigen wir ein anderes Mal. Bitte, gehen Sie. Sie machen eine... Gehen Sie! Auf der Stelle! Also schön, kommen Sie. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Mrs. Toffin, bitte. Natürlich, Mr. Abbott. Na toll. Jetzt schließt er ab. Gehen wir ein paar Schritte. Was? Warum sollte ich mit Ihnen spazieren gehen? Was wollte Abbott von Ihnen? Sie haben ihn verärgert. Was wollte er von Ihnen? Ach, keine Ahnung. Er hat auf den AB gelabert. Ich sollte vorbeikommen. Formular ausfüllen. Und das haben Sie ihm geglaubt? Was? Ja, sicher. Warum nicht? Kommen Sie. Hey, lassen Sie meinen Arm los. Wo bringen Sie mich hin? Zum Yard. Aber was habe ich denn verbrochen? Nichts. Es geschieht zu Ihrer eigenen Sicherheit. Zu meiner? Ihr Mann liegt bereits seit 4 Wochen unter der Erde. Abbott hat Sie nur unter einem Vorwand zu sich bestellt. Wieso Vorwand? Ich erkläre es Ihnen später. Steigen Sie ein. Moment mal. Ich kenne Sie doch gar nicht. Was ist, wenn Sie mich... Wenn ich Ihnen etwas antun wollte, würde mich Abbott sofort identifizieren. So blöd ist kein Entführer. Ach nein? Und seit wann fährt ein Inspektor vom Yard so einen Schlitten? Entweder Sie steigen jetzt ein oder ich lege Ihnen Handschellen an. Ach, hoffentlich bereue ich das nicht. Sie werden mir noch dankbar sein. Aufwachen! Na endlich! Sheila! Ihrer kleinen Freundin geht es gut. Noch? Was haben Sie vor? Wer sind Sie überhaupt? Warum? Ich stelle hier die Fragen. Damit kommen Sie nicht durch. Und ob? Mit unseresgleichen hat es die moderne Welt noch nie zu tun gehabt. Aber das ändert sich bald. Was ändert sich? Wer ist Inspektor Sinclair? Kenne ich nicht. Charles. Das war wohl die falsche Antwort. Ich habe Zeit, Mr. Connolly. Viel Zeit. Also nochmal. Wer ist dieser Sinclair? Ist er Ihnen auf die Schliche gekommen? Charles. Wer ist er? Er ist das Ass im Ärmel des Yards. Er wird Sie aufhalten. Jede Wette. Das würde mich aber wundern. Und jetzt will ich wissen, wie er auf mich gekommen ist. Na, wie wohl? Durch mich. Was weiß er? Alles. Sie haben ihm von Meredith erzählt? Natürlich. Er hat nichts gegen mich in der Hand. Gar nichts. Warum sind Sie dann so nervös? Aber er wird nach Beweisen suchen. Die Leiche muss weg. Ihr drei geht rüber zu Meredith. Von mir aus fresst ihn auf, aber beeilt euch. Verwischt alle Spuren und zerstört die Tunnel. Vollständig. Verstanden, Boss. Was für Tunnel? Das braucht Sie nicht zu interessieren. Was haben Sie mit mir vor? Sie, Mr. Connolly, werden bald tot sein. Äußerlich zumindest. Wie Ihre Freundin. Ihre Körperfunktionen sind dann kaum noch messbar. Aber Sie bekommen alles mit. Ihr Hirn arbeitet weiter.
Und dann werden wir sie begraben. Ach ja? Dazu müssten Sie mich und Sheila erst einmal für tot erklären lassen. Oh, sie werden auf keinem Friedhof begraben. Sondern? Die Regierung hat unweit von hier angefangen, das Elendsviertel zu zerschlagen. Keine zwei Blöcke weiter wurden bereits Gruben ausgehoben. In ein, zwei Tagen wird das Fundament für neue Luxustürme gegossen. Sie beide liegen dann darunter. Und niemand wird etwas davon ahnen. Warum? Was haben Sie davon? Nicht ich, aber mein zukünftiger Meister. Sie haben recht, John. In den letzten Monaten hat es in dem Viertel ganze 6 Vermisstenanzeigen gegeben. Und niemandem ist etwas aufgefallen, weil dort häufiger Menschen spurlos verschwinden. Abbott hat den Ort für sein Beerdigungsinstitut sehr clever ausgewählt. Sie scheinen sich sehr sicher zu sein, dass er was mit den Vorfällen zu tun hat. Als ich ihn auf Sheila ansprach, ist er zusammengezuckt. Er hat nicht nur etwas verschwiegen, er fühlte sich ertappt. Dann die Sache mit Sarah Toffin. Sie wäre bestimmt sein nächstes Opfer geworden. Vielleicht haben Sie recht. Aber trotzdem sind das alles nur Vermutungen. Deshalb muss ich mich bei diesem Doc Meredith umsehen. Es gibt mit Sicherheit eine Verbindung zwischen seiner Leiche und Abbott. Wenn das stimmt, müssen Sie sich beeilen. Abbott wird die Spuren verwischen wollen. Sie sagen es. Glauben Sie, dass er ein Dämon ist? Äußerlich war ihm nichts anzusehen, aber Gräfin Barthony hatte auch eine menschliche Gestalt, bevor sie sich in Schleim auflöste. Passen Sie auf sich auf, John. Natürlich, Sir. Wie gut, dass ich neue Silberkugeln habe. Als ich mein Ziel erreichte, legte sich bereits die Dämmerung über die Stadt. Das Haus von Doc Meredith stand am Ende der Latimer Road und grenzte an einen großen, schmutzigen Platz, der von rußgeschwärzten Wohnblöcken umsäumt war. Das Kopfsteinpflaster war an vielen Stellen aufgerissen. Überall türmte sich der Müll. Die Straße und der Platz wirkten wie ausgestorben. Doch ich spürte, wie mich hinter den Fenstern der Betonbauten unsichtbare Augen beobachteten. Mit einem unbehaglichen Gefühl durchquerte ich den kleinen Vorgarten des heruntergekommenen Hauses. Alles war so, wie Bill es mir berichtet hatte. Die Eingangstür hing lose im Rahmen, das Schloss war aufgebrochen. Ich drückte gegen das Holz. Die Tür schwang lautlos nach innen. Ich huschte in den Flur und schloss die Tür wieder behutsam. Das monotone Ticken einer Uhr drang an meine Ohren. Es drang aus dem Raum am Ende des Flures. Das Wohnzimmer. Dort musste sich die Leiche befinden. Leise schlich ich den Flur entlang und bemerkte plötzlich neben dem Ticken noch ein anderes Geräusch. Ein seltsames Schmatzen oder Saugen. Kurz vor dem Wohnzimmer blieb ich stehen und lugte vorsichtig in den Raum. Ich sah 3 Gestalten. Sie hatten sich um den Sessel verteilt. Ihre Köpfe konnte ich nicht erkennen, aber ihre Körper zuckten, als zerrten sie an etwas. Noch hatten sie mich nicht bemerkt. Ich zog meine Beretta und tastete nach dem Lichtschalter. Ach du Scheiße. Yeah. Wer wagt es sonst bei unserem Mahl zu stören? Was um alles in der Welt machen Sie da? Das Gleiche, was wir bald mit dir machen werden, nachdem wir dich umgelegt haben. Halt! Stehen bleiben oder ich schieße! Deine Kugeln sind nutzlos. Diese nicht. Ach nein? Wartet hier. Das Würstchen hole ich mir alleine. Das ist meine letzte Warnung. Spar dir die Warnung. Komm her, Kleiner. Ich werde dich... Oh! Oh, mein Bein! Ich hatte ja gesagt, dass... Was zum Teufel? Die Wunde, die die Silberkugel in das Bein des Mannes gerissen hatte, breitete sich immer weiter aus. Unter entsetzlichen Schreien fraß sich etwas durch den Körper wie Säure. Innerhalb von Sekunden hatte sich der Unheimliche in eine Brühe aus gelbgrünem Schleim verwandelt, der nass zu Boden klatschte. Uah, das ist ja... Schnapp ihn dir! Nein, nicht! Das darf doch nicht... Der letzte der Angreifer hatte mich mit einem regelrechten Bodycheck von den Füßen gerissen. Ich musste kurz blinzeln, kam dann wieder auf die Beine und stolperte in den Flur. Eine Tür auf der linken Seite bewegte sich leicht. Ich krieg dich noch.
Eine Treppe. Der Kerl war in den Keller geflüchtet. Ich schaltete das Licht an, rannte die Stufen hinab und stürzte durch eine weitere Tür. Der Teppich am Boden war eilig zur Seite geschoben worden. Die Luke darunter stand noch offen. Ich sah die Sprossen, hörte, wie jemand daran runterstieg und sprang, ohne lange zu überlegen, einfach in die Öffnung. Ich hatte den Kerl glatt von der Leiter gerissen. Gemeinsam stürzten wir. Nicht tief, aber ich landete hart auf meiner Schulter. Der Schmerz raubte mir fast den Verstand. Und plötzlich spürte ich den eiskalten Atem an meinem Ohr. Ich werde dich totbeißen. Ja. Nein! Verdammt nochmal. Boah. Stinkt das Zeug. Ich war von Kopf bis Fuß voll geschleimt und musste würgen, als ich mir das stinkende Sekret von Gesicht und Kleidung wischte. Für mich stand nun fest, dass diese Wesen, mit denen ich es hier zu tun hatte, keine Menschen, sondern Dämonen waren. Vielleicht waren es tatsächlich Ghouls. Ich schaltete meine Bleistiftlampe ein und leuchtete die Umgebung ab. Ein langer und offensichtlich häufig benutzter Tunnel lag vor mir. Von ihm zweigten mehrere Gänge, manchmal auch nur schmale Schächte ab. Viele von ihnen waren augenfällig instabil, als hätte sie jemand mit bloßen Händen ausgehöhlt. Ich folgte dem Hauptgang. Er maß sicher über 200 Yards. Und dann, am Ende des Tunnels, befand sich eine weitere Leiter, die wieder zu einer Falltür führte. Na, sieh mal einer an. Ich ahnte, wo ich mich nun befand. Eilig kletterte ich die Sprossen hinauf und drückte vorsichtig gegen die schwere Holzklappe. Der Raum war weiß gekachelt. So leise wie möglich zog ich mich aus der Öffnung, schloss die Klappe wieder und lauschte. Niemand schien mein Eindringen bemerkt zu haben. Ich schaute mich um und entdeckte mehrere Glasplatten, die an der Wand hinter mir lehnten. Dann war da noch ein Werktisch, Metallstangen und ein Schweißbrenner. Hier baute Abbott also die gläsernen Särge zusammen. Der Strahl meiner Lampe erfasste eine Tür. Dahinter blickte ich in einen schmalen, hell erleuchteten Gang. Und dann hörte ich die Stimme. Ich erkannte Abbots Stimme. Er war hier unten, ganz in der Nähe. Ich steckte die Lampe weg, schlich in den Gang und erkannte schnell, hinter welcher Tür sich Abbott befinden musste. Gerade wollte ich in den Raum stürzen, als ich Bills Stimme hörte. Schenkler ist mir ein Dorn. Solange er hinter mir her ist, sind Sie und Ihre kleine Schlampe lebendig mehr wert als tot. Ich schluckte. Sheila befand sich also auch in Abbots Gewalt. Jetzt musste ich aufpassen, denn wenn ich auch nur den geringsten Fehler machte, brachte ich das Leben von Bill und Sheila in Gefahr. Mit äußerster Vorsicht umfasste ich die Metallklinke und betete, dass sie geölt war. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass Ihr Freund etwas gegen mich in der Hand hat, oder? Dann wird er was finden. Vielleicht sollte ich ihm klarmachen, dass er seine kleine Spürnase aus gewissen Angelegenheiten raushalten sollte. Was meinen Sie? Wie würde er wohl reagieren, wenn ich ihm einen Finger Ihrer Freundin in den Yard schicke? Das wagen Sie nicht. Ganz ruhig, Mr. Connolly. Mrs. Hopkins wird zwar den Schmerz spüren, und zwar voll, aber dafür bleibt uns das Geschrei erspart. Sie sind doch krank. Sogar durch und durch. Schatz, reich mir doch mal die Heckenschere. Hier, Chef. Wenn Sie das tun, bringe ich Sie um. Den Daumen oder den Ringfinger? Hören Sie auf! Haben Sie eine andere Idee, eine bessere? Legen Sie die Schere weg! Vielleicht tue ich das sogar. Aber dann müssten Sie für mich auch etwas tun. Was? Rufen Sie Sinclair an. Locken Sie ihn her. Niemals. Ich glaube, wir nehmen den Ringfinger. Ja. Nein, stopp! Lassen Sie uns doch mal reden! Reden? Sind Sie doch zur Vernunft gekommen? Okay, ich hole John her. Und zwar schneller, als Sie denken. Ach ja? Wie schnell? Er steht bereits hinter Ihnen. Wenn das ein Scherz sein soll, kann ich... Bill macht keine Scherze. Und ich auch nicht. Weg mit der Schere. Unglaublich, wie haben Sie das nur... Weg mit der Schere. Also schön. Sie sind wirklich mutig, Inspektor. Wie haben Sie die Alarmanlage oben an der Tür ausgeschaltet? Ich bin nicht von oben gekommen, sondern durch Ihre Tunnel. Tunnel? Ihr direkter Weg zu Doc Meredith. Das ist doch absurd. Wieso? Sie waren bei Doc Meredith. Sie. Ganz richtig, noch vor wenigen Minuten. Dann müssten Sie längst tot sein. Wegen Ihrer Schergen? Die habe ich erledigt. Ha! Die können Sie gar nicht erledigen. Ihre Kugeln sind... Hier drin sind geweihte Silberkugeln. Sie blöffen.
Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Charles, schlag ihm den Schädel ein. Mit Vergnügen. Kein Schritt näher, oder? Ach, was soll's. Das ist doch... Das Spiel ist aus. Und jetzt reden Sie. Sie sind ein Ghoul, richtig? Wer zum Teufel sind Sie? Jemand, der den Kampf mit Wesen wie Ihnen aufgenommen hat. Nur mit Silberkugeln? Lächerlich. Es gibt Dämonen, die sind viel stärker als ich. Du hast keine Chance. Ich habe das Kreuz. Welches Kreuz? Das Kreuz des Propheten Hesekiel. Zeig es mir. Ich habe es nicht dabei. Du lügst. Das Kreuz ist eine Legende. Ich lüge nicht. Und das weißt du auch. Ich bin der Sohn des Lichts. Nein, das kann nicht sein, dass... Was wird hier gespielt? Los, raus mit der Sprache. Was ist das Geheimnis der gläsernen Särge? Nein, nein, ich darf den Meister nicht verraten. Die nächste Kugel trifft. Drei, zwei, eins. Ich darf nicht reden. Fahr zur Hölle. Stopp, stopp, stopp. Ich rede ja, ja, ja. Na also. Die Toten dienen als Nahrung für die Leibwache des neuen Herrn. Von wem sprichst du? Er ist noch nicht da, aber irgendwann wird er kommen. Der Herr über die Ghouls. Und für ihn führen wir dieses Ritual durch. Was für ein Ritual? Ich wurde beauftragt, eine Leibgarde für den Herrn der Ghouls zu erschaffen. Dafür muss ich ein Ghoul im Monat des zweiten Vollmondes fast ausgehungert durch die Erde bis zu seiner Nahrung graben. Aber das ist nur der erste Schritt. Das Ritual kann Jahre dauern. Der Aufbau der Garde ist ein langwieriges Unterfangen und nicht jeder Ghoul ist dafür geeignet. Und die gläsernen Särge? Eine Seite der Särge besteht aus einfachem Glas. Die Ghouls, die es bis zum Sarg schaffen, sind zu schwach, um das Holz aufzubrechen. Ich konnte es erst kaum fassen, dass ihr Menschen auch noch Geld dafür bezahlt. Die Dekadenz eurer Gesellschaft hat dieses Ritual überhaupt erst möglich gemacht. Was war mit Meredith? Das Ritual hat nicht funktioniert. Die Ghouls haben ziellos Löcher in die Erde gegraben, aber keine Leichen gefunden. Meredith hat die dunklen Mächte angebetet und uns seine Hilfe angeboten. Er meinte, wenn die Menschen in ihren Särgen noch leben, dann zieht ihr Leid die Ghouls an. Verstehst du? Sie sind wie Geier, die spüren, dass das Opfer bald stirbt. Ihr habt Menschen lebendig begraben? Meredith hat ein Serum entwickelt, das die Menschen in einen Scheintod versetzt. Toffin war der Erste. Meredith hat auch den Totenschein ausgestellt. Es war fantastisch. 24 Stunden nach der Beerdigung wurde Toffin wach. Er konnte nicht schreien. Ich hatte ihm beim Aufbahren die Stimmbänder durchtrennt. Aber sein Leiden und seine Angst konnte sogar ich spüren. Der Ghoul fand sein Opfer mit traumwandlerischer Sicherheit. Und Cordelia kennen? Alle. Alle, die in den gläsernen Särgen beerdigt wurden, waren scheintot. Aber warum musste Meredith sterben? Er wollte mehr Macht, mehr Wissen. Er wurde aufdringlich und hat plötzlich gedroht, unsere Sache zu verraten, wenn wir ihm nicht weitere Geheimnisse der Hölle verrieten. Ein Fehler, ein schwerer Fehler. Was ist mit Sheila? Tja, leider konnte ich ihren hübschen Hals noch nicht öffnen. Das heißt, sie wird wieder aufwachen? Vielleicht. Es war das erste Mal, dass ich einem Menschen das Serum injiziert habe. Aber nun schaut sie euch an, ihre Schläfen. Seht ihr das? Ich blickte zu dem gläsernen Sarg, beobachtete Sheila. Mir fiel nichts Ungewöhnliches an ihren Schläfen auf. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich nur auf einen uralten Trick reingefallen war. John, Vorsicht! Im letzten Moment drehte ich mich zur Seite. Der Stuhl verfehlte meinen Kopf und traf dafür meine verletzte Schulter. John, er haut ab! Den hole ich mir! Leicht benommen stand ich wieder auf, stolperte hinaus auf den Flur und zurück in den Kellerraum mit der Falltür. Abbott hatte die Holzklappe bereits angehoben, wollte gerade hinabsteigen. Stehen bleiben! Ha! Keine Bewegung! Nein! Ganz wie du willst. Ach du Scheiße!
Ich hatte das Magazin verschossen. Und dann tat Abbott etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Er trat von der Luke zurück und kam auf mich zu. Und du willst der Sohn des Lichts sein? Bleib, wo du bist. Ich schätze, wenn du nicht noch eine Waffe dabei hast, bist du mir ausgeliefert. Komm nicht näher. Du wirst jetzt am eigenen Leib erfahren, wie stark wir Dämonen sind. Nein. Ich werde dir jeden Knochen einzeln brechen, bevor du in einen gläsernen Sarg kommst. Nein. Ich war mit dem Rücken gegen etwas gestoßen. Die Werkbank. Der Ghoul kam immer näher. Sein Gesicht leuchtete vor Mordlust. Schleim rann über seine Lippen. Er streckte seine Hände nach mir aus. Jetzt bist du dran. Nein, nicht! Ich griff hinter mich, suchte nach etwas, das ich als Waffe gebrauchen konnte, und hielt plötzlich den Schneidbrenner in der Hand. Was? Mein! Abbots Kleidung fing Feuer. Der Ghoul brüllte entsetzlich. Sein Körper war binnen Sekunden von den Flammen eingeschlossen. Ich sprang zur Seite. Zu groß war die Hitze. Der Todeskampf des Dämons war grässlich. Durch das Flammenmeer sah ich, wie Abbott zu Schleim zerfiel. Seine Augen platzten, die Gliedmaßen fielen herab. Und dann war alles vorbei. Gelbgrüne Dampfschwaden stiegen aus der brennenden Schleimpfütze auf. Die Flammen wurden kleiner und erloschen schließlich ganz. William Abbott, der Ghoul, war vernichtet. Für immer. Wir brachten Sheila sofort in ein Krankenhaus. Tatsächlich stellte man dort keinen Herzschlag fest, aber ihre Hirnströme waren klar und deutlich messbar. Und tatsächlich nahm ihre Körperfunktion einige Stunden später die Arbeit wieder auf. Für die Ärzte war das alles ein Rätsel, für Bill und Sheila aber endete ein schrecklicher Albtraum. Der Fall warf noch viele Fragen auf. Allem voran wollte ich wissen, wie viele Ghouls noch ihr Unwesen in London trieben. Ich musste mich weiter informieren und mich dringend mit Pater Ignatius treffen. Außerdem hoffte ich, dass meine Mutter endlich das Kreuz finden würde, dessen bloße Erwähnung dem Ghoul Angst eingejagt hatte. Bill, Sheila und ich waren nur knapp dem Tode entronnen. Und ich spürte, dass der Kampf gegen die dunklen Mächte noch viel härter werden würde. Aber ich hatte auch viel gelernt. Sir James musste ich weitere Silberkugeln abverlangen. Von nun an würde ich immer eine mit Silberkugeln geladene Ersatzberetta bei mir tragen. Die dunkle Seite kämpfte mit allen Mitteln. Und genau das würde ich in Zukunft auch tun.